In Myanmar hat das Militär nach einem Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung die Macht ergriffen. Eigenen Angaben zufolge riefen die Streitkräfte am Montag den Notstand aus und erklärten die Machtübergabe an Militärchef Min Aung Hlaing. Der Ausnahmezustand solle für ein Jahr gelten, sagte ein Sprecher des Militärs. Die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weitere hochrangige Mitglieder der Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie seien demnach wegen Wahlbetrugs festgesetzt worden. Ein Augenzeuge berichtete, dass mindestens ein Dutzend Soldaten und mehrere Militärfahrzeuge vor dem Rathaus der Hauptstadt Rangoon Stellung bezogen hätten. Seit den Morgenstunden seien die Telefonleitungen zum Regierungssitz unterbrochen. Anwohner berichteten über Ausfälle bei Internetdiensten und Mobilfunk. Der staatliche Fernsehsender MRTV schrieb auf Facebook, dass er wegen technischer Probleme nicht senden könne. Später wurden Propagandafilme des Militärs ausgestrahlt. Die Parlamentswahl im November war für das Land erst die zweite Wahl, die von internationalen Beobachtern seit dem Ende der direkten Militärherrschaft im Jahr 2011 als frei und fair angesehen wurde. Nach dem Putsch im Jahr 1962 wurde Myanmar 49 Jahre lang vom Militär regiert.